herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich die Guardians of the Galaxy, um genau zu sein, die Version von 2008, die neue Definition, die neue Gruppe, die dort zusammengestellt wurde, und ignoriere tatsächlich alles, was vor dem Jahr 2008 gewesen ist. Weil vor dem Jahr 2008, um genau zu sein, in den Jahren 1969, gab es schon mal eine Gruppierung, die sich Guardians of the Galaxy genannt hat. Allerdings, wenn ihr euch das Cover anguckt, dann seht ihr schon, das sind komplett andere Helden, als die heutzutage unter dem Titel Guardians of the Galaxy bekannt sind. Und darüber hinaus hat das ganze Geschehen damals im 31. Jahrhundert gespielt und hat nicht wirklich viel mit dem zu tun, was dann 2008 abging mit den Guardians of the Galaxy. Weil im Jahr 2008 ist der gute Dan Abnett zusammen mit dem Lanning hingegangen und haben sich den Namen Guardians of the Galaxy geschnappt und haben beschlossen, ihre eigene Version der Guardians of the Galaxy zu machen und haben dafür wiederum ganz viele Figuren aus Marvel-Universum bunt zusammengemischt und auch teilweise andere Charakterzüge verliehen und die zusammen als Guardians of the Galaxy auftreten lassen. Und das erste Mal so gebündelt in der Serie Guardians of the Galaxy, Krieger des Alls, die von Panini dann tatsächlich nochmal in 4 Trades einzeln gereprintet wurde. Weil die allererste Veröffentlichung der Serie war dann damals tatsächlich in so einer Monster Edition und während der Reihe Annihilation und Realm of Kings, was so zwei Kosmos-Events bei Marvel ums Jahr 2006, 2007 bis 2008 gewesen sind, die leider, die zum Glück auch in Deutsch erschienen sind, aber leider in so kleiner Auflage, dass sie mittlerweile schon gnadenlos vergriffen sind, weswegen es auch echt schwer ist, die Sachen nachzukaufen. Wer den Laster mit seinen Lesestapeln in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass er das ja auch sehr lange gejagt hat, die Bände, bis er dann komplett aufgegeben hat und sich dann einfach die riesigen US-Omnibusse gekauft hat, weil die Story dann so gut sein soll, dass sie eigentlich in jede Marvel-Sammlung reingehört. Ich habe in dem Fall halt den Part von den Guardians of the Galaxy gelesen. Kann auch dazu sagen, dass das hier eigentlich der perfekte Einstiegspunkt ist, weil das halt der Beginn der Saga der Guardians ist, wie sie heute bekannt sind, das erste Aufeinandertreffen der ganzen Charaktere ist und darüber hinaus durch die Bank weg richtig gut geschrieben und richtig gut gezeichnet wurde. Das Team war zu der Zeit, wo Dan Abnett das Ganze geschrieben hat, noch ein bisschen größer bestückt, hatte noch ein paar mehr Mitglieder und auch die einzelnen Charaktere hatten zu dem Zeitpunkt noch andere Charaktereigenschaften. So konnte Groot während dieses Runs noch ganz normal reden, hatte nicht diese Beschränkung auf die drei Worte "Ich bin Groot" und hatte auch noch ein etwas, ich sag mal, aufbrausenderes Gemüt, als er es heutzutage hat. Das wurde dann später revidiert, hat man aber auch in der Form, wie Groot zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde, sehr gut gefallen. Des Weiteren findet ein Großteil der Handlung auf Nowhere statt und auch Cosmo spielt eine sehr große Rolle während des einen oder anderen Bandes und ist ein Charakter, der mir über diesen Run sehr ans Herz gewachsen ist und den man leider viel zu selten präsentiert bekommt. Ist abgeschlossen in diese 4 Bände. Danach wurde es noch erstmal wieder ein bisschen ruhig um die Guardians of the Galaxy und ist dann auch tatsächlich das erste Kapitel mit dem 2008er geschaffenen Guardians of the Galaxy. Danach kommt eine kleine Pause und innerhalb dieser Pause wurde dann der Kinofilm angekündigt, erste Trailer sind erschienen und Marvel hat beschlossen, die Serie zu hypen und zu pushen, wie sie es kaum mit einer anderen Serie gemacht und vor allem mit kaum einer anderen Serie so krass geschafft haben, indem dass sie zum einen Bendis, der gerade die Avengers nach 10 Jahren verlassen hat, an die Guardians gesetzt hat und zum anderen Bendis da auch wieder relativ freie Hand gelassen hat, weswegen er die Guardians direkt ausgesiebt hat, die ganzen Charaktere, die vorher noch Mitglied der Guardians waren, auch wieder zum Teil rausgeschmissen hat und sich dabei wiederum auf eine Guardians-Truppe zu konzentrieren, die dann auch im Film so präsent war. Einzigste Ausnahme bei seinem Run, der halt 2014 gestartet ist, war, dass Iron Man direkt von Anfang an Mitglied der Truppe gewesen ist und der wiederum hat zu dem Zeitpunkt eh so ein kleines Weltraumkapitel, weil er sich von den Avengers getrennt hatte und dann wiederum allein im Weltall unterwegs war. Und wer sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen sollte, sollte an der Stelle zu dem 2013er Run von Kieran Gillen an Iron Man greifen, wo dann in den ersten 7 Heften das komplette Weltraumkapitel abgehakt wird, wo man dann so ein bisschen Hintergrundinfos dazu bekommt. Allerdings muss ich dazu auch sagen, es ist nicht zwingend nötig, das Ding für die Guardians zu lesen, weil Bendis hiermit direkt den nächsten richtig guten Einstiegspunkt für die Guardians geschaffen hat. Zum einen, wie gesagt, hat er jede Menge Ballast abgeworfen, die sich die Guardians während des ersten Runs angeeignet haben. Zudem halt, wie gesagt, dem Team so einen kleinen Fresh abgegeben. Groot wurde umgeschrieben, dass er nur noch "Ich bin Groot" sagen kann und Iron Man wurde hinzugefügt und darüber hinaus wurde nochmal neu zusammengefasst, wie sich die Guardians zusammengetan haben. Die Origin von Peter Quill wurde in den ersten Heften von dem guten Steve McNiven in Szene gesetzt, weswegen das ganze Comic auch schon direkt auf der ersten Seite wie ein absolutes Blockbuster wirkt und ich war total überrascht, wie gut mir Bendis gefällt an den Guardians of the Galaxy, nachdem ich ihn so krass gehatet hatte für seine letzten paar Avengers Runs, weil die mir den Gegensatz gar nicht mehr gefallen hatten, aber Bendis an den Guardians hat direkt von Anfang an funktioniert. Auf der anderen Seite, nachdem der gute Bendis zu dem Zeitpunkt die Avengers verlassen hatte, hat der gute Hickman die Avengers übernommen, der auch ein richtig gutes Ding abgeliefert. Dazu noch ein paar richtig fette Events und zu diesen Events wiederum gehört dann das Event Infinity, bei dem wiederum die Guardians of the Galaxy auch eine große Rolle gespielt haben. Und das ist so ein Ding, das würde ich persönlich zwischen den ersten und zweiten Band der Guardians einsiedeln, weil das Event war durch die Bank weg richtig gut geschrieben. Zum einen und zum anderen war das halt ein Event, wo die Guardians durch den Push, den sie von Marvel bekommen haben, halt auch eine relativ große Rolle gespielt haben. Danach geht es weiter mit dem zweiten und dritten Band, wo dann auch der gute Iron Man kein Mitglied mehr der Guardians ist. Und danach wiederum sollte man sich dann auf die Hefte von den neuen X-Men
Batman stürzen, weil der gute Bendis zu dem Zeitpunkt, wo er die Guardians geschrieben hat, auch gleichzeitig die neuen X-Men mit übernommen hat und die Uncanny X-Men. Und mit den neuen X-Men wiederum hat der gute Bendis, um dann beide Serien ein bisschen zu pushen, so ein kleines Crossover gemacht, was wiederum heißt, der schwarze Vortex und in Deutschland in den Heften 14, 15 und 16 veröffentlicht wurde. Anschließend auch nochmal zwei Trades gereprintet wurde. Ich blende wahrscheinlich von den Covers von den Trades hier ein, von Panini. Und ist ein Event, was man so losgelöst tatsächlich auch lesen kann, ohne dass man die Guardians im Vorfeld gelesen hat. Was allerdings zwingend notwendig ist, wenn man die normale Guardians-Reihe verfolgt, weil das Event dazu geführt hat, dass einige Charaktere nach dem Event anders waren wie vorher, ohne da zu viel wegzuspoilern. Und ist ein Event, was man definitiv zwischen Band Nummer 3 und 4 lesen sollte. Danach geht es ganz noch weiter mit den Guardians. Die laufen nur noch weiter unter Bendis bis zum Band Nummer 8. Und dann kommt auch schon das große Event Secret Wars, was dann alles verändert. Und mit Band Nummer 8 ist dann der komplette erste Bendis-Zyklus an den Guardians of the Galaxy abgeschlossen, der mit durch die Bank weg richtig viel Spaß gemacht hat. Der Run hat ein bisschen darunter gelitten, dass zum Schluss halt auch so eine Team-Up-Serie mit ihrem Weg in die Serie reingefunden hat, was ich dann so ein bisschen als Füllermaterial empfunden habe, weil die Tie-In-Serie oder beziehungsweise die Team-Up-Serie hat mir gar nicht gefallen und das waren dann so Hefte, durch die ich mich dann zum Schluss ein bisschen durchquälen musste und hat insgesamt der Serie ein bisschen geschadet. Trotz dessen war es insgesamt ein sehr guter Run bei den Guardians of the Galaxy und der erste Bendis-Run ist definitiv mehr als eine Empfehlung wert. Parallel zum ersten Run hat es nach Deutschland auch die erste Star-Lord-Solo-Serie geschafft, die in 3 Bänden abgeschlossen ist. Von mir wurde der erste Band tatsächlich so schlecht bewertet. Ich glaube, mit meinem ersten oder beim zweiten Comic-Stammtisch hatte ich ein Review damals dazu gemacht. Der hatte mir damals echt gar nicht gefallen. War in keinster Weise überraschend und war einfach nur so dahingerotzt für mein Finden. Weswegen ich die Serie damals auch nach dem ersten Band direkt aus dem Abo geworfen habe, nur um ein Jahr später dann doch wieder einzusteigen, mir dann den zweiten Band zu holen. Und der hat mir dann zu meiner Überraschung wiederum richtig gut gefallen. Liegt auch mit daran, dass der ein bisschen mit eingebettet war in die X-Men-Serie, weil der gute Peter Quill ja mit der Kitty Pryde von den X-Men zusammen gewesen ist und da immer wieder so kleine Crossover stattgefunden haben. Der Band, wie gesagt, war sehr, sehr gut und wurde dann gefolgt vom dritten Band, der wiederum ein Tie-In zu den Events Secret Wars gewesen ist, deswegen komplett für sich alleine steht, wie alle Tie-Ins, die zu Secret Wars erschienen sind und tatsächlich für mich das Herzstück aus dieser Serie war und für mich persönlich der beste Band aus dieser ganzen Star-Lord-Miniserie. Des Weiteren, weil die ganzen Guardians halt so krass gehypt wurden, ist dann direkt die nächste Serie in Deutschland erschienen, die so ziemlich parallel zu der Star-Lord-Serie erschienen ist, und zwar ist das in dem Fall von Scotty Young, die Rocket Raccoon-Serie, die in 3 Bänden abgeschlossen ist, ist so eine Lektüre, so eine recht leichte Lektüre, die aber sehr schön gezeichnet wurde und lustig geschrieben wurde und deswegen auch eine meiner liebsten Rocket Raccoon-Serien tatsächlich ist. Des Weiteren gab es wie bei jedem ersten Band etliche Scotty Young-Variant-Cover und davon wiederum habe ich ein besonderes Cover erwischt, weil es das sowas vorher im deutschsprachigen Raum bei Panini noch nicht gegeben hat, und zwar ist das hier mit Fell bestückt, das Cover, natürlich irgend so ein Kunstfell, so ein Stoff halt, und sieht extrem cool aus. Das fand ich das schönste Cover vom Motiv her tatsächlich. Da haben mir andere Variante Cover sehr viel besser gefallen. Ich fand es aber ganz lustig, dass sie in dem Fall halt Stoff aufs Cover draufgeklebt haben. Dann kam, wie gesagt, das große Event Secret Wars. Das ganze Marvel-Event Universum wurde umgeworfen und die Guardians haben ihren nächsten guten Einstiegspunkt bekommen. Und zwar weiterhin vom Bendis das nächste Volume, was dann wiederum hieß Guardians of the Galaxy, wo man auch schon am Cover sehen kann, dass das Team da ein bisschen durcheinander geworfen wurde. Dadurch, dass die Fantastic Four nach dem Event Secret Wars nicht mehr existent waren, musste man die Mitglieder halt auch jeweils umbringen und so ist halt Ben Grimm bei den Guardians of the Galaxy gelandet. Und auch wenn der One sich genauso angefühlt wieder hat wie der erste, war ich mit dem ersten Band davon ein bisschen ermüdet, weil ich gemerkt habe, dass Bendis das Rad nicht neu erfindet und sich gerade anfängt, den Kreis zu drehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Befürchtung, dass die Serie genauso wie die Avengers zum Schluss nicht mehr so gut ist und halt eigentlich nicht mehr frisch wirkt und dann eigentlich nur noch so eine Abo-Leiche ist und sich dann irgendwann auf dem Lesestapel sammeln wird. Dann habe ich den zweiten Band davon gelesen und dann für mich persönlich festgestellt, alles klar, ich muss die Reißleine ziehen, bei den Guardians aussteigen, und Bendis hat halt eine gute Zeit gehabt mit dem ersten Run und der zweite Run von Bendis hat mir dann persönlich gar nicht mehr gefallen. Ich habe die Serie dann tatsächlich nach dem zweiten Band gekickt. Habe mich aber dann trotzdem interessiert, was mit den einzelnen Guardians weiter abgeht. Und da ich auch ein großer Venom-Fan war oder beziehungsweise bin und der gute Venom bis zum zweiten Band Mitglied der Guardians war, musste ich mich dann erstmal beim Venom umgucken. Da sind dann wiederum die Bände erschienen Venom Knights oder beziehungsweise Venom Space Knight, was zwei für sich alleine stehende Bände sind, was mit die besten Marvel-Comics der letzten Jahre gewesen sind. Diese beiden Comics haben ansonsten eigentlich nichts weiter mit den Guardians zu tun, sind aber auch wirklich nur dann interessant, wenn man zum einen Venom-Fan ist, wenn man mal einen Comic lesen möchte, was komplett anders ist, und wenn man halt wissen möchte, warum der gute Venom sich da von den Guardians getrennt hat und was dann bei ihnen abgegangen ist. Des Weiteren ist im gleichen Zeitraum dann Guardians of Infinity erschienen, wo ich extremst gehypt drauf gewesen bin, weil halt Dan Abnett auf dem Cover draufsteht und Dan Abnett halt der Vater der 2008er Guardians ist und ich gespannt war, was er dazu abreißt. Und dazu kommt auch darüber hinaus, dass der Guardians of Infinity so eine Zeitreise Guardians of the Galaxy Geschichte gewesen ist, sprich, man hatte Guardians aus verschiedenen Zeitebenen, so sind hier die Guardians auf die Guardians aus der Zukunft getroffen und aus der Vergangenheit und waren richtig fettes Crossover, was allerdings extrem zu der deutschen Veröffentlichung gelitten hat, weil hier drin waren 4 US-Hefte, von den 4 US-Heften waren
waren tatsächlich dann nur zwei, wenn ich es richtig im Kopf hatte, von den Guardians of Infinity. Und das letzte Heft war wieder so ein Filler-Heft mit irgend so ein Team-Up-Ding, was mir gar nicht gefallen hat. Und das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass ich mir den zweiten Band dann nicht mehr gekauft habe. Der fehlt mir auch immer noch in meiner Sammlung. Werde ich mir auch irgendwann nochmal nachkaufen, wenn ich den günstig sehe. Und das Event war halt ein bisschen davon getrübt, dass die deutsche Veröffentlichung in dem Fall leider nicht die beste gewesen ist. Dann folgt ein weiteres Event, wo die Guardians eine tragende Rolle gespielt haben. Oder sagen wir es mal besser so, ein Event, was für die Guardians sehr wichtig gewesen ist. Und zwar das Event Civil War 2. Weil dort wiederum hatten die Guardians einen krasseren Konflikt, den ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte. Der wiederum dazu geführt hat, dass die Guardians sich getrennt haben und dann so als Team erstmal nicht mehr existent waren. Und das wiederum hat dann mehrere Solo-Bände mit sich gezogen. Einmal ein Drax Megaband, den man so wohl für sich alleine lesen kann. Ich habe mir persönlich nicht geholt. Habe es auch noch nicht so viel über den Drax Megaband gehört. Ballert mir mal in den Kommentar rein. Die Leute, die ihn gelesen haben, sich da vielleicht noch der Kauf lohnt. Dann ist erschienen einmal Star-Lord, ein Held auf Abwägen, wo man die Geschichte dann von Star-Lord sieht, wie er damit umgeht, dass die Guardians miteinander gebrochen haben und nicht mehr zusammen als Team unterwegs sind. Dann noch Rocket Raccoon, Sackgasse Erde, wo es dann auch um Rocket Raccoon geht, der auf der Erde ist nach dem Bruch der Guardians und dann alleine zurechtkommen muss. Dann kam Guardians wieder zusammen, ein Autorenwechsel hat stattgefunden und ich bin, nachdem ich die Serie mit dem zweiten Band verlassen hatte, wieder in die Serie eingestiegen mit dem sechsten Band, der dann auch ein komplett anderes Design vom Cover her hat, extrem cool 80er anmutenden Schriftzug und schon dick draufstehen hat, eine neue Serie mit den Guardians und dazu hat man sich in Deutschland dazu entschieden, halt die 6 draufzuschreiben, die Trade-Reihe weiter fortzuführen. Ich persönlich hätte eine 1 schöner empfunden, weil hier drin tatsächlich eine komplett neue Heftserie veröffentlicht wurde, mit einem komplett neuen Run von Guten, ich muss gucken, wie er heißt, Gary Duggan, der wiederum auch einen komplett anderen Drive reingebracht hat in die Serie mit den nächsten Bänden. Ich muss tatsächlich Band 7 und 8 noch lesen, Band 8 wird auch wiederum ein weiterer guter Einstiegspunkt sein, weil auch schon Legacy vorne draufsteht, was ja so ein Neustart gewesen ist oder so ein Soft-Reboot oder einfach nur ein Punkt für gute Einstiege. Und wie gesagt, Band 6 hat mir sehr gut gefallen, mir gefällt den Drive, den der gute Gary Duggan nach dem guten Bendis in die Serie reinbringt, weil man halt zum einen jetzt irgendwie so das Feeling aus dem Film hat, gepaart mit dem, was Dan Abnett abgerissen hat und einer Prise Bendis. Also er bedient sich quasi an all dem, was gerade aktuell ist bei den Guardians und hat das gut zusammengewürfelt und hat mit dem sechsten Band schon sehr guten Trade abgeliefert. Wie gesagt, die nächsten beiden lese ich noch und das ist dann tatsächlich das aktuellste an Ongoings. Parallel zu diesen ganzen Sachen ist dann noch vor kurzem der hier erschienen und zwar ist das hier Guardians of the Galaxy, die Jagd auf Thanos, was wiederum die Vorgeschichte zu dem Videospiel von Telltale Games ist und deswegen losgelöst so für sich alleine stehen gelesen werden kann, hat zum Schluss halt so ein halbes Ende und halben Cliffhanger, da geht es halt in den Videospielen weiter, kann man trotzdem so für sich alleine stehend lesen, ist jetzt halt nicht der größte Bringer, ist aber ganz nett geschrieben. Des Weiteren ist dann noch der Band hier geschrieben erschienen, was wiederum so ein Solo-Band ist von Rocket Raccoon und Groot, in den USA nur unter dem Titel Groot erschienen, nur für Deutschland stand dann da Rocket Raccoon mit drauf und war eine extremst tolle Geschichte mit Groot und Rocket Raccoon und eine der besten Solo-Bände, die ich in den letzten Jahren so von den Guardians gelesen habe. Da muss man gucken, was ich hier noch liegen habe und zwar auch vor kurzem erschienen ist dann noch dieser Band hier, was dann wiederum ist, ein Band ist von zwei All-Stars aus dem Marvel-Verlag und zwar der gute Jim Starlin und Alan Davis haben sich hier zusammengetan und haben ein absolutes, zeitloses Meisterwerk an den Guardians abgeliefert mit kosmischer Albträume. Extremst guter Band, extremst toll gezeichnet, steht für komplett für sich alleine, fühlt sich irgendwie komplett zeitlos an, also wenn man den einfach so losgelöst lesen würde, ohne zu wissen, aus welchem Jahrzehnt er ist, könnte man schwer rausfinden, aus welchem Jahrzehnt er tatsächlich ist und wahrscheinlich mit der beste, wenn nicht sogar der absolut beste Solo-Band von den Guardians of the Galaxy und an der Stelle nochmal für diesen Band eine absolute Kaufempfehlung. Des Weiteren an Solo-Bänden vor kurzem noch erschienen ist der hier. Rocket der Coop ist so eine Art Ocean's Eleven mit Rocket Raccoon. Steht auch komplett für sich alleine, kann komplett losgelöst lesen werden und ist definitiv auch eine Lesempfehlung. Ist halt leichte Abendsunterhaltung, kann man sich aber definitiv mal reingucken. Und wer sich wundert, wo Angel dahin verschwunden ist und was mit ihr passiert ist, seitdem das Team der Guardians of the Galaxy verlassen hat, der sollte sich vielleicht dann noch den Band hier holen, den guten Band Angela im Auftrag der Götter. Auch extrem fetter Angela-Band, muss ich an der Stelle sagen. Und definitiv eine Empfehlung wert für jeden, der sich irgendwie für Angela interessiert. Und des Weiteren noch erschienen und noch nicht von mir erwähnt worden, weil ich es nicht in meiner Sammlung habe, ist dann noch ein weiterer Star-Lord-Band, der da heißt Star-Lord zu den Sternen, was halt nochmal die Origin-Geschichte von Star-Lord zusammenfasst. Und das habe ich aus dem Grund alleine schon weggelassen, weil die Origin-Geschichte von Star-Lord mit der gute Bendis mit seinen One schon sehr gut zusammengerissen hat, weswegen ich schon dem Band bis jetzt einen Bogen gemacht habe. Des Weiteren noch erschien eine weitere Rocket und Groot Miniserie, die auf zwei Bände beschränkt gewesen ist oder beziehungsweise nach zwei Bänden eingestellt wurde. Muss man unbedingt noch nachkaufen, die beiden Bände, allein schon für meine komplette Rocket und Groot Sammlung. Und das war es tatsächlich schon zur Guardians of the Galaxy Veröffentlichung, beziehungsweise schon, weil es ist tatsächlich richtig viel Holz, was erschienen ist seit dem Jahr 2014. Des Weiteren vielleicht noch eine Erwähnung, wer zwei One-Shots, die erschienen sind von den Guardians of the Galaxy, die jeweils vor den jeweiligen Kinofilmen spielen. Zum ersten Kinofilm, den One-Shot, habe ich mir dann tatsächlich geholt gehabt, weil es zu dem Zeitpunkt so gehypt war und noch nicht so viel zu dem Guardians zu dem Zeitpunkt erschienen ist. Habe dann aber für mich festgestellt, wie immer bei solchen Comics, dass Comics zu dem Film meistens scheiße sind. Deswegen ist das irgendwo
irgendwo in einer meiner Longboxen untergegangen, wurde bis jetzt noch nicht von mir gekauft. Und dann ist vor kurzem noch ein Band erschienen, Ich bin gut, ich suche auch schon mal das Cover raus, ist mir gerade spontan eingefallen. Auch noch ein weiterer Soloband von Gut, der mir auch noch fehlt, wo ich noch so überlegen bin, ob ich mir den holen soll oder nicht. Eigentlich wollte ich mir den holen, dann habe ich gesehen, dass der nicht von einem guten Scott Young ist und dann dachte ich mir, okay, ist keine Pflichtlektüre, aber vielleicht hole ich mir den noch nach, weil die Guardians of the Galaxy, wie ihr vielleicht auch schon an der Master of Comics erblicken konntet, ist eine Truppe, die mir innerhalb der letzten 4 Jahre unglaublich ans Herz gewachsen ist und so mit eins meiner absoluten Lieblingsteams aus dem Hause Marvel ist. Das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Habe das Video tatsächlich hiervor schon 5-mal abgebrochen, weil mir dann immer wieder irgendeine Miniserie eingefallen ist, die ich schon noch irgendwo im Regal stehen habe oder wichtiges Event. Hoffe, dass alles drin war. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte verzeiht es mir und ballert es einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten sehr gesagt, ballert noch zusätzlich in die Kommentare rein, was euer Lieblingsband von den Guardians ist, was euer Lieblings-Solo-Band ist, wie euch die Dan Abner 2008er Version insgesamt gefällt, welchen Film ihr besser fandet, den ersten oder den zweiten, ob ihr mir die Zeichentrickserie empfehlen könnt, weil ich ihn noch nicht gesehen habe und was für eine Übersicht ihr euch als nächstes wünscht. Ballert alles in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!